Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit Herzog Viktor von Hessen. Ich würde schon fast Großhessen nennen, mit den Gebieten, die wir inzwischen besitzen. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Das Problem, es stellt sich wieder neu, mit der Geburt eines neuen weiteren Sohnes wird derzeit wieder das Reich, das Erbe aufgeteilt und es ist natürlich noch viel Zeit, wir haben noch einen jungen Herrscher. Es stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dass das wiederum nicht aufgeteilt wird? Mal schauen. Die Sache ist natürlich jetzt gar nicht mal so schwierig, denn ich meine, jetzt haben wir erstmal den hier und der ist sehr jung. Und mal gucken, was mit Konrad passiert. Haben wir, also mal kurz, hatte ich eigentlich schon mal einen Ernst? Ist das so ein Name, der ein paar Mal vorkommt? Oder ist das der erste Ernst? Der erste seines Namens? Siegmund? Rudolf. Dann hatten wir hier wieder einen Sigmund. Ein Hugo. Dann hatten wir hier einen Heinrich. Aber der war ja nicht. Wo kommt denn der her? Warum heißt der eigentlich Heinrich der Dritte? Gab schon so viele Heinriche in Westfranken. Zwei vorher. Ja, cool. Ich hatte einen Rudolf. Ein Lothar. Kaspar. Dieter Nikolaus. Komisch, ich hätte irgendwie das gedacht, ich hätte Ernst schon mal gesehen. Nochmal ein Siegmund, der es nicht geschafft hat. Upsi. War hier nochmal? Nee. Tja. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil das sind ja alles keine unsrigen. Nö. Ah, hier hätten wir schon mal einen Viktor. Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, egal, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Schön, große Familie. Ja, große Frage, große Familie, große Frage, was mache ich heute? Offensichtlich viel Geld scheffeln, das ist immer gut. Beeinflussung, aufs Ganze gehen. Ich lese den letzten Brief, den mein Vasallgraf Ferdinand mir geschickt hat und lächle. Zumindest scheint er mich jetzt in einem besseren Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihm noch näher zu kommen. Werde ich irgendwas hier probieren? Nein, dieser Sieg genügt mir, oder? Ruhig, fleißig, eigenwillig. Daher gibt es jetzt nicht viel draus. Nee, das reicht mir. Verlobung erfüllt. Muño de Barcelona hat Barbara von Marburg geheiratet. Schön. Und er ist jetzt hier bei mir im Hof? Jawohl. Also wir direkt Ritter geworden. Mit 12. Ja, Junge. Ja, guck mal hier. Milchbubi noch. Aber okay. Soll mir recht sein. Leere Drohungen. Mein Ratspitz ließ den Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen. Aber, naja, sie hatte keine Beweise und er bestreitet einfach alle Vorwürfe, was so viel heißt wie, ich kann eigentlich quasi nichts machen. Ich halte Schreien an. Jetzt hat sie mich wieder ein bisschen bloßgestellt und das gefällt mir natürlich gar nicht. Ich finde, dann zerrt man einfach niemanden vor Gericht, beziehungsweise vor meine Rechtsprechung, wenn man keine Beweise hat. Das ist objektiv dumm. Und hier haben wir eine. Achso, das sind katholische Populisten mal wieder. Na gut. Immer nur Populisten. Was ist denn unser Kaiser? Der ist doch auch ganz normal katholisch, polnisch, okay. Der wird uns auch noch lang begleiten, glaube ich. Da ist jetzt nicht, dass wir so schnell. Ja, ich will ihn auch gar nicht loswerden, aber da wird jetzt erstmal derzeit nichts passieren, glaube ich. Böhmen an sich ja ziemlich groß geworden, aber jetzt in seinem Bürgerkrieg, welches genauso das Reich in der Mitte teilt. Und der Donjon wurde in Frankfurt gebaut. Das ist sehr, sehr gut. Und ich könnte natürlich noch eine Ringburg bauen. Bekäme ich mehr Geld. So, der Bauernpöbel hat sich aufgelöst. Arnold ist in meinem Kerker verstorben. Das ist mir sowas von egal. Ach so, das ist ja noch der. Ja. Ja, was machen wir mit dem hier eigentlich? Wie geht's dem denn? Der ist ja wahrscheinlich jetzt schlecht, ja, im Kerker nicht ganz so gesund. Auch Affäre Jutta. Jutta von Hessen. So alt war die doch noch gar nicht. Hier, 32, am Kindbett. Das ist natürlich schade. Ja, hauptsächlich wegen des Namens fand ich sie richtig. Und sie ist natürlich wunderschön. Ich meine, das hätte ich gerne an meine Kinder weitergegeben. Finden sie jetzt alle in Palermo. Aber Arnulf, ist Arnulf von mir? Das weiß ich jetzt nicht. Zumindest die
Kinder sind es meines Erachtens. Die anderen, die Schwestern meine ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also Jutta ist verstorben, das ist natürlich schade. Und Nikolaus. Nikolaus von Dürn, mein Cousin, ist verstorben. Ach so. Und seine Tochter ist jetzt Gräfin. Naja, schauen wir mal, wie sich's mit der entwickelt. Er ist an Trunkenheit, Alkohol, an Blattern. Oh. Blattern hatte er, Trunkenbold, Trostfresser. Aber er war auch kerngesund, eigentlich. Aber ja, wenn man erstmal die Kinder. Oh Gott, der sieht nicht schön aus. Aber sie ist verschont geblieben. Konstanze auch, aber. Der Sohn ist schon wenige Monate vorher auch an den Blattern gestorben. Eieiei. Okay, mit dem hätte es aber eh nicht weitergegangen. So, ja, dann Ratskanzler. Wir haben ja hier inzwischen einige Vasallen, die behaupten, sie hätten, der ja zum Beispiel, einen Anspruch darauf, ohne richtig gut zu sein. Aber ich erinnere mich. Deswegen hatte ich ihn hier eingestellt. So, sie hatte zu viele Fehler gemacht. Er ist mir jetzt treu ergeben. Passt. Passt sehr gut. Gut. Aber weiterschauen. Ich werde noch ein bisschen Geld anhäufen. Das ist mir immer wichtig. Und dann können wir eigentlich die nächste Burg in Frankfurt bauen. Oh, guck mal, hier haben wir sofort ein Geheimnis entdeckt, nämlich Friedrich, ein Höfling von mir, ist Sodomit. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht viel machen. Ich könnte ihn erpressen, dann erhalte ich ein Druckmittel. Brauche ich halt gar nicht. Ich könnte aber auch einfach einkerkern. Na, ich könnte erstmal müsste ich das Geheimnis aufdecken und dann könnte ich ihn einkerkern. Was macht der beim Hof? Hat er irgendeine Funktion? Er ist einfach nur ein Höfling, er ist landlos, hinterlistig, ehrgeizig. So jemand ist mir generell suspekt. Da ich ja selbst jemand bin, der durchaus in den Künsten bewandert ist, auch wenn wir einander mögen, gefällt mir ein ehrgeiziger und hinterlistiger Höfling, ja. Kann mir nicht gefallen. Das ist echt nicht so gut. Hier, Sodomit. Perversion. Ich glaube, damit kann ich ihn wegsperren. Ne? Also, ich könnte erpressen. Da mag er mich, glaube ich, erstmal ein bisschen weniger. Aber ich hatte halt ein Druckmittel. Aber ich habe jetzt schon gelernt, dass die Druckmittel irgendwie wenig helfen, wenn jemand sich jetzt einer Fraktion anschließt oder einem Komplott. Dann bringt das irgendwie gar nichts. Na, ich könnte jetzt Gelübde auffordern. Macht er nicht. Kriegerorden anschließen. Macht er nicht. Ja, so richtig brauchen tue ich das Ganze hier nicht. Ignorieren wir erstmal. Wir wissen jetzt ein Geheimnis und wir können vielleicht was daraus machen. Eine Entdeckung. Und Graf Ferdinand ist zwischendurch nicht beeinflusst. Brauche ich aber auch gar nicht mehr. Am Ende des neuesten Berichts, den Ratsspitzel Balderich mir erstattet, hält er kurz inne. Es gibt da etwas, das ihr erfahren müsst. Offenbar steht da einer meiner Höflinge im Fokus. Gucke ich mir gleich mal an. Tsunaga hat offenbar vielerlei Geheimnisse, nämlich meine Hofärztin und Tutorin, die Frau meines Freundes. Und sie ist ungläubig. Nun gut, sie wurde ja von mir dazu gezwungen, den katholischen Glauben anzunehmen. Ja, ich erwarte jetzt eigentlich nicht, also hätte jetzt auch nicht viel anderes erwartet. Abtrünniger Diener, ein gemeiner Wäscher hat meinen Haushalt bestohlen. Die Täterin kniet vor mir und winselt etwas von hungrigen Kindern und Gnade im Namen von St. Josef. Bitte, ich flehe euch an. Ich tue alles, was ihr wollt. Alles? Nein, wissen ja nicht. Ich zeige Gnade und gewinne ihre Loyalität. Starkes Druckmittel, aber die bringt mir gar nichts. Oder kann die wieder irgendwie. Nee, da. Nee. Nee. Ich werfe sie in den Kerker, klar. Ich bekomme mal halt Geld. Oder. Wie sich wahrer Hunger anfühlt. Ich kann sie direkt töten. Nee, ich töte die. Mal ein bisschen Autorität durchscheinen lassen und ich kann sie halt einfach nicht gebrauchen, aber das Geld hätte ich gern genommen und er ist ja derjenige, der ständig irgendwelche Leute aufspießen möchte. Ein Wald aus Pfählen, dann hast du nicht gesehen. Ich glaube, der hat damit kein Problem, mal eine Diebin kurzerhand einen Kopf kürzer zu machen. Oh, mein Druckmittel gegen Balderich ist verfallen. Ja, die Liebesbläschen, ja klar. Und Odilo hat einen Befreiungskrieg verloren. Ich sehe aber kein Bar. Also irgendwie hat es auch mal wieder nicht funktioniert, kann das sein?
Ja, die ist immer noch Teil des Reiches. Na, ist vielleicht wieder irgendwie. Na egal. Und Krieg gewonnen. Angarischer Jurekrieg um Herzogtum von Angria. Und du bist Herzog von Schwaben. Ich glaube, der hatte da oben. Der hat ja generell hier so ein bisschen verteiltes Land. Und wahrscheinlich hatte der da oben auch was. Jetzt sind sozusagen die Verhältnisse eigentlich nur wieder gerade gerückt. Oh, in den Krieg rufen. Und zwar wieder von Barcelona gegen Aragon. Ah ja. Tritt Krieg als Angreifer. Ja, ich nehme mal an. Aber ich frage mich ganz ehrlich. Da sind 8000, sie hat 7000. Natürlich braucht sie jetzt meine Hilfe. Da muss ich mal kurz schauen. Der Bub hier entwickelt sich gut oder nicht so gut? Er ist ein Streithammel und gierig. Und er ist reizend. Ich probiere es einfach. Er wird trotzdem auf Verwaltung ge gezwungen. Kann ich das rollenspielerisch begründen? Ja, natürlich. Herzog Viktor ist ja nicht dumm. Das haben wir festgestellt. Und Herzog Viktor denkt natürlich immer drüber langfristig und denkt darüber nach, wer soll jetzt sein Reich bekommen. Also er steht ja für ihn fest, dass er es nicht teilen möchte. Und er sagt sich immer, jetzt hat er zwei erbberechtigte Söhne, einer bekommt alles. Trotzdem möchte er natürlich seinen Nächstgeborenen grundsätzlich darauf vorbereiten, denn es kann passieren, dass der Jüngste alles bekommen kann. Das möchte er von Anfang an nicht ausschließen. Deswegen wird er trotzdem zur Herrschaft gedrillt, quasi. Ernst von Marburg, ich werde ihn aber, glaube ich, jetzt trotzdem nicht als Ritter hinschicken, ganz einfach, weil der noch nicht ansatzweise irgendwie fertig entwickelt ist und der auch als Ratsverwalter ja gerade auch andere Aufgaben hat. Dennoch habe ich natürlich vor, mein Bündnis zu ehren und ich möchte an der Stelle alles Kriegsvolk hier ausheben. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber der Ratsmarschall geht mit nach unten. Es sollte rein theoretisch. Oh nee, hier gibt es nochmal König Blasco von Kastilien macht auf jeden Fall auf unserer Seite mit. Und hier aber noch einmal Malik und ein Emir. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei deutlich in der Überzahl. Wobei damit meine eigentlich mitgerechnet werden, zwar alle 7000. Also das ist ein bisschen doof. Das sehe ich ein. Und jetzt kommen wir erstmal goldene Pflichten. Das wäre jetzt natürlich was. Wir könnten, sofern wir jetzt Druckmittel haben, also Geheimnisse haben, können wir die zu Geld machen. Und das ist, glaube ich, ziemlich klug. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Du bist. Ja, ich würde gerne. Ja, das ist mir sowas von egal, was da passiert. Ich hätte einfach Geld von ihr. Die ist ja. Ihr habt ein Druckmittel erhalten. Und das würde ich jetzt gerne. Oh ja, oh. Verwendet, okay, bezahlte Geld. Ja, das ist natürlich prima. Aber ist es jetzt immer noch da? Ich kann es immer noch aufdecken, das ist ja richtig mies. Okay, du kannst weitermachen in Klingenberg. Und hier gibt es mal wieder einen Kreuzzug. Die Gläubigen rüsten sich zum Krieg. Papst Marinus fordert alle christlichen Herrscher auf, die Waffen zu den Waffen zu rufen. Und zwar in einem Kreuzzug gegen zu den heiligen Städten von Galizien. Königreich Galizien. Damit meine ich wahrscheinlich, weil die hier Waldenser sind? Oder meine Krieger werden bereit sein? Ja, ich glaube, ich werde diesmal wieder in den Kampf mitgehen. Infiltratoren. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reiches nach Erbach ziehen, wo mein Grazkanzler Graf Ferdinand residiert. Ach so, nein, das ist es nicht wert. Ich wollte. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ich wollte ja sowieso einen anderen. Oder eine andere von mir überzeugen. Zum Beispiel Bürgermeister Lambert oder Baron Manfred. Ja, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Aber wir beide könnten uns mal ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, wir sind, na, haben wir ein bisschen auf den falschen Fuß angefangen, ne? Hoppla. Ja, das ist ganz gut soweit. Und hier ist jetzt Begünstigter ernennen. Barbara, Halbschwester, Halbschwester. Wie, warte kurz. Konstanze und Christine. Mit wem seid ihr denn jeweils liiert? Ehepartner Georg und Ehepartner Engelbert. Und die haben beide Schwager und Freund von euch. Befindet sich aber ein Brenner. Scapon Noir. Und Konstanze hat den Engelbert von Zähringen. Ich will die Zähringer nicht auch noch größer werden lassen.
Und dann hätten wir noch die Möglichkeit, Barbara, der ist Herzog Munjo. Du hast gar keine Ansprüche und du bist auch nicht in irgendeiner Thronfolge, weil du mehrere Geschwister hast. Oh ja, der hat vier Brüder. Er erbt. Ach, hier wird jemand. Ach, sie erbt das Herzog. Grafschaften. Hier wird noch eine Grafschaft verteilt. Dann geht hier schon mal gar nichts. Doch, hier geht noch eine. Das heißt, ich würde tatsächlich, glaube ich, weil die ja Marburger, also matrilinear verheiratet sind, können die beiden hier. Vor allem, wenn es wirklich gegen Galizien geht. Ja, ich weiß auch immer noch gar nicht. Doch, ja, wirklich diese eine Provinz. Wow. Ja, wenn es gegen Galizien geht, dann können wir ja. Kann er vielleicht da sowas machen? Wäre doch ganz schön. Okay, wir Populisten. Ja, und jetzt merke ich natürlich, jetzt hier war das Problem, dass ich nicht aufgepasst habe. Mal gucken. Vielleicht kriege ich diese kleine Truppe hier. Oh, ja. Moment, langsam. Verbündeter tritt bei. Herzogin Major, warum? Weil die Alte gestorben ist. Sie ist gestorben, woran? Ach, sie trank sich zu Tode. Na gut, und jetzt haben wir hier eine neue Verbündete. Ach so, das ist sie, genau. Ah, und nach wie vor bleibt, dass Munjo zusammen mit meiner Frau, mit meiner Tochter inzwischen in Barcelona sich befindet, allerdings immer noch keine Ansprüche hat. Ne? Also der ist komplett ein ehrhafter Lakai. Das ist eigentlich eine gute Partie. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Wir gucken uns jetzt mal kurz diesen Kampf noch an. Es ist gelungen, den feindlichen Befehlshaber Emir Malik so ein Untergraf. Baldrich wurde von feindlichen Soldaten verwundet. Oh. Nicht so gut. Und Mail konnte Scheich Wanako verwunden und nochmal verwunden? Oder waren das jetzt so unterschiedliche? Und Atisi konnte jemanden verstümmeln. Na, wir haben gute Kämpfer. Oh, nochmal. Das war gut. Jetzt kommen natürlich hier die nächsten. Da müssen wir jetzt irgendwie rechtzeitig abhauen. Aber ganz offiziell habe ich meinen Beitrag geleistet. Jetzt muss ich hier nur schnell weg. Oh, ich bin krank. Bist du inzwischen gut? Nee, dann tu erstmal nur das Nötigste. Es ist auch ein wenig besser geworden, das ist gut. Ich habe die jetzt mal ganz schnell weggemacht, weil, wie gesagt, das kenne ich ja schon. Nee, ich schaff's doch gar nicht mehr rechtzeitig. Doch, ich schaff's rechtzeitig. Oh, die machen mich platt. 17.000. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Na, ich bin ja gleich. Sind meine Aufgebote verstorben. Die fliehen jetzt erstmal, aber damit habe ich, glaube ich, meinen Soll erfüllt. Wobei das ist ja schon krass, wie viele das an der Zahl auch einfach geworden sind. Na, das habe ich jetzt massiv unterschätzt durch die Verbündeten. Aber jetzt würde ich auch an der Stelle sagen, ist es entschieden. Da sehe ich nicht mehr so viel Land. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, alle auflösen. Kommt notfalls nach Hause. Aber ja, die kommen jetzt nach Hause und dann werden die aufgelöst. Und wobei ich gerade richtig viel Geld mache, ne? Dann könnte ich nochmal ganz schnell als letzte Aktion jetzt hier auf 2 erhöhen. Das soll es dann gewesen sein. Ja, ist gerade nicht ganz so viel los. Ich bin hoffentlich bald wieder gesund. Also Viktor besser gesagt. Das werden wir dann bei den nächsten Folgen herausfinden. Bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank und tschüss.